Buongiorno von einer neuen Folge zu einer neuen Folge, bei einer neuen Folge, in einer neuen Folge, Moto Lifestyle. Wir sind hier bei Motorrad Meier in Aachen. Da steht's. Ja, und wir gucken uns für euch um. Heute gibt es wieder ein neues Video. Schön, dass ihr einschaltet. Heute geht es um die Ducati, um die 748. Ja, kommen Sie bitte. Wir gehen kurz die Fakten durch, lesen vom Zettel ab. Und bevor dieses passiert, gibt es natürlich in gewohnter Manier erstmal so ein paar Impressionen über dieses wunderbare Fahrzeug. Toll. Eine Ducati, ein Motorrad aus 2002. Erstzulassung 2002. Und wenn du dir dieses Fahrzeug mal anguckst, das ist revolutionär gewesen. Wir haben eine Einarmschwinge, wir haben diesen Gitterrohrrahmen, wir haben eine Vollendung des Designs. Und jetzt sage ich einfach mal, es war seiner Zeit sowas von voraus. Ich kann mich noch an die ersten Bilder der 916, 748 erinnern, wir sind dahin geschmolzen. Der absolute Wahnsinn. Hierzu kann ich auch einiges erzählen. Also von der 748er bin ich auch selber 3 Motorräder gefahren, habe selber eine Ducati 916 auch gehabt. Ja, hier gibt es viel zu reden. Es ist ein total schönes Motorrad. Ich schmilze immer noch dahin. Vom Zettel wollten wir noch ein bisschen runterlesen. Wir haben hier ein Motorrad mit 98 PS. Wir haben eine Laufleistung mit 31.477 Kilometern. Wir haben den Preis 4.980 Euro. Man muss natürlich in Erfahrung bringen, wann sind die Riemen, die Zahnriemen das letzte Mal erneuert worden. Ducati, da zählt natürlich der Kilometerstand und die Zeit. Wie ich Motorrad Meier kenne, haben die Jungs hier beste Arbeit geleistet und das Fahrzeug natürlich richtig schön fresh gemacht für euch zum Anschauen. Wir gehen mal auf die Knie. Was haben wir hier? Wir haben hier die Standard 748, Showa-Fahrwerk, Brembo-Bremsen, Einarmschwinge, Gitterrohrrahmen. Und das wohl markanteste neben dem V2-Motor ist diese Trockenkupplung. Und hier, das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, haben wir auch ein paar Carbon-Parts, nicht ganz unwichtig. Hier der offene Kupplungsdeckel. Und ich liebe dieses Geräusch. Läuft meine Nase eigentlich? Ein bisschen. Ich liebe dieses Geräusch, weil hier mit diesem offenen Kupplungsdeckel hörst du die Kupplung richtig rasseln. Schade, dass wir jetzt hier keinen Zündschlüssel haben. Würde ich gerne mal euch anmachen, das Ding hier vorführen. Was haben wir hier noch so ein bisschen? Hier Carbon Fersenschutz, Carbon Radabdeckung, Carbon Auspuffschutz. Das sind alles kleine Extras, die natürlich extra Kohle gekostet haben. Ich bin begeistert. Carbon-Schwingenschutz, Carbon-Kettenschutz, ein Scott Euler oder sowas in der Art, eine Carbon-Ritzelabdeckung. Also, ihr seht schon, Carbon und Ducati gehören einfach zusammen. Das Ding macht so Spaß zu fahren, das ist so schlank, so schmal. Damals war es einfach die Revolution, du bist auf diesem Motorrad gesessen wie auf einer 125er. Und das Ding hat Druck, das ist drehfreudig, das ist so, das zaubert dir direkt so dieses italienische Grinsen ins Gesicht. Hier möchte ich natürlich an der Stelle gedenken an meine Freunde in Italien, denen es gerade auch sehr, sehr schlecht geht. Wie gesagt, wir nehmen euch mit, wir
unterhalten euch ein bisschen, lehnt euch zurück, weil wie gesagt, hier gibt es echt viel zu erzählen über das Bike. Hintere Stoßdämpfer, komplett einstellbar in der Druck- und in der Zugstufe und auch in der Federvorspannung. Das Ding hier, das ist eine Strebe. Was kann diese Strebe? Mit dieser Strebe kannst du das Heck separat hochstellen, unabhängig von der Federvorspannung. Die Revolution, aber sage ich direkt, wir haben hier die Befestigungsenden. Das hier ist Stahl, die Zugstrebe ist aus Aluminium und da ist es in der Regel so gewesen, dass die Schraubverbindung ganz oft festgegangen ist. Also wenn man das nicht schon von neu an irgendwo so ein bisschen sorgfältig behandelt hat mit Fett, dann kann man da leider sicher sein, dass sich das nicht mehr so leicht verstellen lässt. Aber von der Grundidee der absolute Wahnsinn. Ich muss mal Platz nehmen, dass ich nochmal dieses Feeling habe von damals. Mit der 748 bin ich damals auch Supersportrennen gefahren. Oh, da kommen richtig Gefühle auf. Da kommen wirklich Gefühle auf. Ne? Das ist richtig toll. Ich liebe dieses Motorrad. Dir gefällt es auch, ne? Du magst Rot, ich mag Rot auch. Und dieser Ledersitz hinten gefällt mir. Dass der auch in Rot ist, ne? Das ist das Erste, was mir aufgefallen genau. ist. Genau. Das Ding ist übrigens ein Zweisitzer. Ich zeig das mal hier. Genau. Aber hier hat man natürlich standesgemäß die Fußrasten weggeschraubt. Hier werden die befestigt, was auch gar keinen Sinn macht. Leute, kommt da bitte nicht auf die Idee, irgendwem zuzumuten, dass ihr da zu zweit drauf fahrt. Also ich mach's mal kurz vor, ja. Da federt auch nicht viel. Das ist schon rennmäßig. Sitzposition, Fußrastenanordnung, rennmäßig. Also was heißt sehr sportlich. Was gibt's an Papieren? Ganz wichtiges Thema. Das gilt natürlich auch noch ein Stück weiter, wenn ihr so ein Fahrzeug privat anguckt. Und über eben diese große Frage, die man stellen muss, großer Service, hier desmodromische Ventilsteuerung, das ist nicht ganz einfach. Also da muss man schon wissen, was man tut als Mechaniker. Das ist auch sehr umfangreich und kostet auch ein bisschen was. Aber im Hinterkopf behalten, das Ding kostet auch Geld, wenn es da steht, wenn es nicht gefahren wird. Wir haben hier Schnellverschlüsse. Das ist auch sensationell gewesen. Überleg mal, damals ein Motorrad zu bauen, was serienmäßig Schnellverschlüsse hat, wo du in 0, nix so eine Verkleidung wegnehmen kannst. So, hier kann man so ein bisschen mal drunter gucken. Und das sind diese Abdeckungen, die Deckel. Man kann jetzt nicht viel erkennen. Ne? Hier haben wir die Batterie sitzen. Die allerersten Modelle hatten immer ein paar Probleme mit dem Laderegler. Der Laderegler war ungünstig verbaut an der Stelle, wo er sehr heiß geworden ist. Das Ganze wurde mehrfach abgedatet. Was ich hier sehe, was original ist und von daher... Oh, jetzt fallen die alle raus, ja. Ich mach's direkt wieder rein. Warte, machen wir nochmal einen Cut, oder? Oder soll ich die erst reinschrauben? Schraub die mal rein, sagt sie. Okay. Genau, dass ich das natürlich auch heile mache. Und wie du siehst, wie ich die reinschraube, ich habe wirklich viel Zeit mit dieser Ducati verbracht. Übrigens, hier haben wir auch noch Carbon. Alles echt Carbon, muss ich dazu sagen. Das wichtigste und das größte und das teuerste Carbon-Teil an diesem Motorrad ist die Airbox. Die Airbox erstreckt sich von hier vorne, hier rüber, auf die andere Seite und der Tank ist aufgesetzt. Also da ist es so, dass wir quasi mit Tank und dieser Airbox die Airbox bilden. So, was passiert bei diesem Motorrad, wenn du es ganz krass fährst? Was heißt ganz krass, wenn du es auf der Rennstrecke fährst? Der Rahmen darf sich verwinden, das ist vollkommen in Ordnung auch. Und durch diese Verwindung haben die Airboxen angefangen, Risse zu kriegen, dass die hier eingerissen sind in dem Bereich. Hier sehe ich nichts, das sieht gut aus. Und da gucken wir gerade mal auf die andere Seite, ob hier was erkennbar ist. Nein, auch alles schick. Wie gesagt, das war damals eine Schwachstelle. Bekannte Kooperation mit Ducati war Termignoni als Auspuffhersteller, Alu ummantelt, aber kommen Sie mal rum bitte, mit rausschraubbaren DB-Killern. Ganz viele sind damals auch hingegangen, haben aus GFK einen Einzelhöcker hingebaut. Wie gesagt, ich habe es eben schon angesprochen,
Zu zweit fahren macht überhaupt keinen Sinn bei diesem Motorrad. Das ist wirklich so sportlich. Also da wird niemand Freude dran haben. Wir haben hier eine Exzenterverstellung. Das Kettenrad ist relativ aufwendig gemacht. Im Kettenradträger sind so Silentblöcke, dass wir hier diese Ruckdämpfung haben. Also wirklich zum Niederknien. Kette spannen, gar kein Thema. Schraubst hinten die zwei Schrauben, löst du. Mit einem großen Hakenschlüssel wird justiert, anziehen, fertig ist der Lack. Continental Road Attack 380, 55 ZR17 auf dem Hinterrad, 120, 70, 17 auf dem Vorderrad. Alles fresh, alles schick. Diese Farbvariante habe ich damals auch in der Art lackieren lassen, weil Carl Fogerty hier so als großes Vorbild, da musste alles passen. Da musste Ton in Ton. Und wie gesagt, dieser Carbon-Exzess, den man da betrieben hat, das war einfach nur der Wahnsinn und hat richtig Spaß gemacht. Da hast du dir so jeden Monat irgendwie so ein neues Carbon-Teilchen gegönnt. Da hat es auch einige Updates gegeben. Die allererste Motorentlüftung war so eine blechgepresste Entlüftung. Das hat permanent da rausgeschwitzt. Und relativ schnell gab es gefräste Lösungen, also so dreiteilig, also fein, sehr fein. Lenkungsdämpfer war hier bei diesem Motorrad nicht einstellbar. Was haben wir gemacht? Wir haben Öl ins Lenkungsdämpfer gefahren, der einstellbar war. Gerade durch seine Formgebung war das Motorrad damals schon so der Overkill in den Kurven. Das war richtig geil. Lenkungsdämpfer einstellbar, hat sein müssen, und eine Carbon-Airbox. Andere Belagmischung auf dem Vorderrad und eine etwas höhere Scheibe. Dies Zubehör, also die originale Scheibe, war deutlich flacher. Die gibt es natürlich auch in ganz hell, aber das sind so die Sachen, die sein mussten. Der Rest ist einfach. Die Shoah-Gabel ist natürlich auch im vollen Umfang einstellbar. Da hängen jetzt auch die Brembos drauf. Das hat super funktioniert und auch damals schon in der Serie mit Stahlflex-Bremsleitung. Hydraulisch betätigte Kupplung, Hebel in der Weite einstellbar. Also das war damals schon einfach so, das war ein Muss. Ne? So im Großen und Ganzen sehen wir, dass wir ein Motorrad haben, was zwar alt ist auf dem Papier, aber wie ich finde, noch so ansehnlich ist. Von der Aufbereitung ist es auch schön. Ich denke, dass es ein Motorrad ist, was so seinen Liebhaber sucht. Das ist vielleicht so der absolut auf Ducati abfährt, aber vielleicht nicht das Budget hat für ein Neufahrzeug. Wie gesagt, wenn man es so ein bisschen im Hinterkopf hat, dass so ein Schätzchen ein bisschen Kosten verursacht, also der Zahnriemenantrieb für die Ventilsteuerung, dann ist das komplett in Ordnung. Es ist sicher nicht ein Daily Bike. Könnte man jetzt schon fahren, aber ich weiß es nicht. Also ich würde es mehr schon so in Richtung Liebhaber-Ecke schieben. Vielleicht, weil ich auch so verliebt bin in dieses Motorrad. Das ist ja fast zu schade, damit zu fahren. 4.980 Euro. So, da ist der Kurs, da ist der Tarif, da könnt ihr einchecken. Beim Händler kaufen, so ein Fahrzeug, ja, auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Wie gesagt, Händlergewährleistung, aber abchecken, was ist mit den Riemen passiert. Sonst wünsche ich euch einfach viel Spaß mit diesem Fahrzeug. Zündet schön durch, habt Spaß. Schön. Da kann man ja so, ist ja ungefährlich, Flugküsschen geben. So, liebe Freunde, und das war es auch schon wieder für dieses Video. Schön, dass ihr es bis zum Ende ausgehalten habt. Ich grüße alle Ducatisti da draußen. Schreibt gerne in die Kommentarzeile, wie euch das Bike gefällt, was ihr zu diesem Motorrad sagt und wie viel Fan ihr seid. Ja, in diesem Sinne hätte ich mal gesagt, Tschüssikowski bis Danimanski. Hier in der Playlist. Guckt einfach, was euch gefällt. Und hier dieses Knöpfchen auf Abonnieren drücken, Glöckchen betätigen, nicht vergessen. Und dann sieht man sich. Tschüss.